um auf unsere Liebe zu kommen. So geh doch! Der Vater will sich nach Fidelio erkundigen. Ja, freilich. Da kann man nicht schnell genug sein, um diesem Fidelio zu... Jaquino, hörst du nicht? Ich komme schon. Bleib hier. In zwei Minuten sind wir wieder beisammen. Der arme Jaquino dauert mich. Ich war ihm sonst recht gut. Da kam Fidelio in unser Haus. Und seit der Zeit ist alles in mir und um mich verändert. Thank you.
Guten Tag, Marzelline. Ist Fidelio noch nicht zurück? Nein, Vater. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Er wird gewiss so lange bei dem Schmied haben warten müssen. Da ist er ja. Da ist er ja. Wie er belastet ist. Armer Fidelio, diesmal hast du dir zu viel aufgeladen. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig ermüdet. Der Schmied hat an den Ketten so lange auszubessern, dass ich glaubte, er würde nie damit fertig werden. Und wie viel kostet das alles zusammen? Hier ist die genaue Rechnung. Gut. Du bist ein kluger Junge. Und dein Lohn soll nicht ausbleiben. Du glaubst nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohnes... Still. Meinst du, ich könne dir nicht ins Herz sehen? Thank you.
Fidelio, wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Oh, wirst du es bald tun, lieber Vater? Wie eilfertig. Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereicht sein wird, dann haben wir mehr Zeit. Oh, welche neue Verlegenheit. Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten, vergnügten Haushaltung gehört. Man braucht auch. Hat man nicht auch Gold bei Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schläft sich vor das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. In den Taschen verklingelt und rot, da hält man das Schicksal gefangen. Und macht und Leben erschaffe das Volk und stellt das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stille das kühnste Verlangen. Das klingt wie ein Glück für Zoll, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes Gold, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wir bei Tisch wohl lieber finden, wir nach Tische hungrig sein, wir nach Tische hungrig sein. Drum lächelt der Zufaller gnädig und voll, und singt und lenkt euer Streben, das Liedchen im Arm, das Liedchen im Arm, im Gold und das Gold, so mögt ihr vier Jahre durchleben, so mögt ihr vier Jahre durchleben. Das klingt wie ein Knecht für Sonn, es ist ein Mächtig, Mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein Mächtig Ding, das Gold, ein Mächtig, Mächtig, das Gold, das Gold. Es ist ein Mächtig Ding, das Gold, das Gold. Freilich gibt es noch etwas, das mir nicht minder kostbar wäre. Und was wäre denn das? Euer Vertrauen. Verzeiht, aber oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben ganz aus Atem und ermattet zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Ja, du hast recht. Diese schwere Arbeit würde mir doch endlich zu viel. Der Gouverneur ist zwar sehr streng, er muss mir aber doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mit mir zu nehmen. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Du hast's erraten, Marzelline. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist schon über 2 Jahre. 2, sagt ihr. Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Nun, es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott! Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion immer kleiner machen. Jetzt hat er nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und ein wenig Wasser. Kein Licht,
Kein Stroh. Nichts. Nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Mut, Söhnchen, Mut. Hab immer Mut. Hab immer Mut, dann wird's dir auch gelingen. Das wird immer durch Gegenwart bei diesen Verdienen. Auf den Hut, dann geht es gut, gestillt, gestillt, wird euer Sinn. Es war wie gut, was ich hier tut. Nur auf den Hut, wird euer Sinn. Gib euch die Hand und schließt das Band und schließt das Band.
Alles das achten wollte, würde ich nie damit zu Ende kommen. Diese Schrift kenne ich.
gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf Ihrer Hut und suchen Sie sich sicher zu stellen. Gott, wenn er entdeckt, dass ich diesen Florestan in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt. Doch es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat kann alle Besorgnisse zerstreuen. Lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Verstehen Sie? Augenblicklich. Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür.
unser Glück zu teilen. Du wirst ein reicher Mann. Thank you.
Beide denn wieder zu zanken? Ach, Vater, er verfolgt mich immer. Warum denn? Er will, dass ich ihn lieben, dass ich ihn heiraten soll. Wenn sie mich nicht liebt, so soll sie mich wenigstens heiraten. Nein, Jaquino, von deiner Heirat ist jetzt keine Rede. Mich beschäftigen andere, klügere Absichten. Rocco, ihr verspracht so oft, die armen Gefangenen in unseren Garten zu lassen. Heute ist das Wetter so schön. Ohne Erlaubnis. Aber er sprach so lange mit dir. Vielleicht sollst du ihm einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Du hast recht, Marzelline. Auf diese Gefahr hin kann ich es wagen. Wohl denn, Jaquino und Fidelio, öffnet die Gefängnisse. Ich aber gehe zu Pizarro und halte ihn zurück. Thank you.
muss glauben, was er zur Antwort mir gab. Die Heirat und das, du mir willst, mit ihrem Glauben, noch heute führ ich in die Kirche dich hinab. Ich gehe an.
nicht wahr? Sprich, du weißt es schon. Ja, er weiß es schon. Ich muss den See, so tief, was wir jetzt in Was für alle Sternzirke hier? Ihr Thank you.
Das ist natürlich. Es ist ja so tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu erscheinen. Gott steh mir bei, wenn er es ist. Hier unter diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir die Haue. Gut, stelle dich hierher. Du zitterst? Fürchtest du dich? Nein. Es ist nur so kalt. So mache fort. Im Arbeiten wird dir schon warm werden. Gegraben. Es wird nicht lang, ihr kommt hier raus.
es wird nicht lang, es wird nicht lang, er kommt hier ein. Sagst du? Ja, er hat eben den Kopf gehoben. Ich muss allein mit ihm reden. Nun denn, ihr habt wieder einige Augenblicke geruht. Er ruft. Wie fände ich Ruhe? Werdet ihr immer bei meinen Klagen taub sein? Sag mir endlich einmal, wer ist der Gouverneur dieses Gefängnisses? Der Gouverneur ist Don Pizarro. Pizarro! Er ist es, dessen Gebrechen ich zu entdecken habe.
Oh, schickt sobald wie möglich aus der Linie. Fragt nach Leonore Florestan, sagt ihr, dass ich hier in Ketten liege. Es ist unmöglich, sage ich euch. Ja, wenn ich denn verdammt bin, hier mein Leben zu Ende, so lasst mich nicht langsam verschmachten. Aus Barmherzigkeit geht mir nur einen Tropfen Wasser. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein. Fidelio. Wer ist das? Mein Schließer und in wenig Tagen mein Eidam. Es ist freilich nur ein wenig Wein, aber ich gebe ihn euch gern. Du bist ja ganz in Bewegung. Wer sollte es nicht sein? Ich bin selbst, Meister Rocco. Es ist wahr. Der Mensch hat so eine Stimme. Ja, sie dringt in die Tiefe. Das geht nicht an.
alles ist bereit. Ich gehe das Signal zu geben. Oh Gott, gib mir Mut und Kraft. Wo geht er hin? Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, beruhige dich. Was du auch hören und sehen magst, vergiss nicht, dass überall eine Vorsehung ist. Ja, es ist eine Vorsehung. Ist alles bereit? Ja, die Zisterne braucht noch geöffnet zu werden. Gut. Der Bursche soll sich entfernen. Geh, geh! Soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein. Aber schließ ihn vom Stein los. Die Zeit drängt. Er sterbe. Doch er soll erst wissen, wenn ihm mein stolzes Herz zerfleischt. Yeah.
kommt an. Sein Gefolge ist schon vor dem Schloss nur. Gelobt sei Gott. Wir kommen. Ja, wir kommen augenblicklich. Und diese Leute mit Fackeln sollen heruntersteigen und den Herrn Gouverneur hinaufbegleiten. Thank you.
man uns nun reden. Alle Barren, einschließen war sich, Don Florestan. Ihr tut geglaubt, der Gehege, der die Wahrheit spricht, waren ohne Zahlen. Mein Freund, den tut geglaubt. Gefressen, gleich steht ihr vor mir. Nur euer Kommen.